Ich fürchte, wir haben ein Problem. Sie haben ein Problem mit Ihrer Frau. Was glauben Sie, wird passieren, wenn sich herumspricht, was Sie mit dem Gemeinschaftszentrum tatsächlich vorhaben? Wenn es sich herumspricht, womit wir wieder bei Ihrer Frau sind. Und was soll ich machen? Soll ich Sie einsperren und ihr den Mund zukleben? Woher hat sie denn überhaupt ihre ganzen Informationen? Aus dem Internet, aus irgendeinem Forum. Darum sollten wir uns kümmern. Schon so gut wie erledigt. Sehen Sie nicht, was passieren wird, wenn das Ganze herauskommt? Die Leute werden protestieren, sie werden eine Bürgerinitiative gründen. Und die ganze Sache wird platzen. Im Gegensatz zu Ihnen stecke ich da mit meinem gesamten Kapital drin. Sie sollten lernen, sich zu entspannen. Sie haben doch mit diesem Stand auf dem Straßenfest alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Moment. Ihretwegen ist dieses Sektengerede überhaupt erst hochgekommen. Ja, aber das Problem ist doch nicht, dass geredet wird, sondern was geredet wird. Wie soll ich das jetzt verstehen? Naja, wenn Ihre Frau unbedingt was erzählen möchte, bitte. Wir müssen sie einfach nur besser informieren, oder? Reden ist Silber, sagt man so schön. Und Schweigen ist Gold. Deswegen sollte ich jetzt wohl besser meinen Mund halten und Ihnen allen einen guten Appetit wünschen. Aber heute kann und will ich nicht meinen Mund halten. Auch wenn ich so manchen Magen schon ziemlich laut knurren höre. Es gibt nämlich einen guten Grund zu reden. Ich freue mich, dass Sie alle da sind, wenn die Foundation of Solidary Unity heute einen kleinen Beitrag dazu leisten wird, dass es einem Mädchen aus Bangladesch bald besser geht. Ich bin glücklich, wenn ich sagen darf, hier könnte geholfen werden. Vielen Dank. Im Namen von Better World Dogs und Dr. Nick Stein. Wir werden dafür sorgen, dass das Geld in die richtigen Hände gerät. Dumm nur, dass es verdammt schmutziges Geld ist. Moment mal, wir möchten hier nicht... gestört werden? Damit diese Sekte in Ruhe alles wieder vertuschen kann. Ich habe gerade mit einem Sektenbeauftragten gesprochen, der Opfer und Aussteiger dieser international agierenden FOSO betreut. Diese Leute wurden eiskalt um ihr Vermögen gebracht, nachdem sie mit diesen Herren da zu tun hatten. Ich würde das gerne erst selbst überprüfen. Wenn ich dazu etwas sagen darf? Was Sie hier gerade vorgebracht haben, ist nicht neu. Wir sehen uns ständig mit dem Gerücht konfrontiert, gefährlich oder bösartig zu sein. Dem möchte ich aber ganz entschieden widersprechen. Sie zocken gutgläubige Menschen ab. Es stimmt, wir kümmern uns auch um hilfsbedürftige und einsame Menschen. Aber ist das verwerflich? Wir üben auf niemandem Druck aus. Da hat mir der Sektenbeauftragte aber was anderes erzählt. Natürlich hat er das, weil wir eine Konkurrenz für seine Kirche sind. Deshalb macht er uns schlecht, wo er nur kann. Aber ich kann Ihnen versichern, dass von unserer Organisation, von FOSU, keine Gefahr ausgeht. Für niemanden. Herr Verhaag, wussten Sie vorher von den Gerüchten? Nein, davon höre ich heute zum ersten Mal. Hätten Sie nicht FOSU überprüfen müssen? Normalerweise überprüfe ich die Investoren, mit denen ich zusammenarbeite. Aber in diesem besonderen Fall... In diesem Fall wird mein Mann das noch mal genau überprüfen und die Organisation durchleuchten. Bitte, wir haben nichts zu verbergen. Wenn es irgendwelche Zweifel gibt, dann blase ich das ganze Projekt ab. Das verspreche ich euch. Sie sind zu nervös. Und das alles nur wegen Ihrem bescheuerten Infostand. Sonst hätte sich kein Mensch dafür interessiert, was die FOSU wirklich ist. Wir tun Gutes. Wir haben diesem Mädchen aus Bangladesch die Ausbildung bezahlt. Eben. Ich möchte überhaupt nicht wissen, wo Sie das Geld dafür haben. Sie nehmen unser Geld doch auch, oder? Ich habe keine andere Wahl. Sonst bin ich pleite. Wir dürfen jetzt auf keinen Fall die Nerven verlieren. Wir machen einfach weiter, wie bisher. Aber die Leute reden doch jetzt schon. Wenn alles schief läuft, dann sorgen Sie für einen Baustopp. Halten Sie sie hin. Beschwichtigen. Leugnen. Sie verlieren das Interesse, glauben Sie mir. Es ist nicht das erste Mal, dass ich auf Widerstand stoße. Sie kennen die Leute im Marienhof nicht. Das soll nicht Ihr Problem sein. Ich habe hier was für Sie. Sie wollten sich doch über uns informieren. Wir haben Ihnen da einiges zusammengestellt. Zeitungsartikel, wissenschaftliche Untersuchungen, Beiträge aus dem Internet. Damit mussten Sie doch alle Unklarheiten beseitigen können. Ich nehme an, das sind durchweg positive Artikel. Wir sind eine große Familie. Herr Verhaag, das dürfte auch die meisten Menschen überzeugen. Und mit den restlichen Querulanten werden wir schon fertig, oder?
Herr Verhaag, was machen Sie denn für ein Gesicht? Das ist doch ein Grund zu feiern. Ich denke nur an meine Frau. Wenn sie herausfindet, dass ich von Anfang an gewusst habe, worauf ich mich hier einlasse. Dann kaufen Sie aber Schönes. Sie verdienen doch schließlich genug bei diesem Geschäft. Und Sie wollen Ihrer Frau doch etwas bieten. Alright. Ich denke, es ist das Beste, wenn der Abriss für heute gestoppt wird. Sie haben hier gar nichts zu bestimmen, Verhaag. Sie werden jetzt Ihr Revier verständigen und so viele Kollegen anfordern wie möglich, um den Platz freizuräumen. Und du kümmerst dich darum, dass die Bauarbeiten weitergehen. Sie stecken noch hinter allem. Und lügen, wenn Sie das Maul aufmachen. Ja, sehr gut, noch mehr Presse. Stopp. Wir wollen doch nicht, dass hier irgendjemand zu Schaden kommt, nicht wahr? Wir werden den Abriss stoppen. Was soll das? Ende der Diskussion. Es gab keine andere Möglichkeit, Brian. Sie hat recht. Was hattest du vor? Wolltest du die Leute vor den Augen der Presse abführen lassen? Wunderbar. Ist ja nur ihr Geld, was stündlich durch den Schornstein raucht. Herr Verhaag. Ja? Kriegen Sie das hin? Bekommen Sie den Leute in den Griff? Nein. Und ich will es auch gar nicht. Ich verkaufe Ihnen meine Anteile. Bitte? Ich trete Ihnen meine Anteile ab. Darauf sind Sie auch schon die ganze Zeit scharf. Dann haben Sie die alleinige Kontrolle. Über alles.